Quas veröffentlicht eine vollkommen neue Software mit einer vereinfachten Bedienoberfläche. Auf der rechten Seite das dreidimensionale Abbild der berührungslos gemessenen magnetischen Bauteilzustände. Oben links werden die Anzahl der zu prüfenden Bauteile und Messpositionen angegeben. Darunter Positionier- und Messzeiten. Dann wird der ganze Prozess als Sequenz gestartet und der Techniker oder Mitarbeiter setzt den Sensor auf der definierten Stelle am Bauteil, die jeweils grün visualisiert wird, auf. Er wird dann aufgefordert, das nächste Bauteil heranzunehmen und wenn die Zeit abgelaufen ist, wird vollautomatisch die Härte gemessen, in den Grafiken visualisiert, in den Listen hinterlegt und in der Datenbank abgespeichert. Am Ende haben wir alle Messpunkte grafisch dargestellt. Für die Bewertung der Härte wird eine nahezu lineare Beziehung zwischen magnetischem Messwert und Oberflächenhärte herangezogen. Die Modelle werden für die jeweiligen Materialien ermittelt, im System gespeichert und dann für die Messung der Einzelbauteile zugrunde gelegt. Hier haben wir ein Beispiel für ein anderes Bauteil, einen Lagerring. Es werden 8 Positionen auf dem Lagerring definiert, 2 Ringe sollen getestet werden und die Sequenz läuft. Entweder macht das ein geschickter Mitarbeiter oder ein Roboter oder ein Handling-System. Die Messpositionen werden der Reihe nach angesteuert, die Magnetfelderregung automatisch angelegt und die Auswertung der Magnetantworten wird im Spektralanalysesystem von Quas durchgeführt. Die Ergebnisse werden geplottet und für jeden einzelnen Messpunkt in einer Übersicht dargestellt. In diesem Fall zeigen die beiden Bauteile 2 verschiedene Härteniveaus. Die Einzelmessungen werden immer oben rechts visualisiert. Die Gesamtergebnisse werden am Ende in der Datenbank gespeichert, können als CSV-Datei herausgeschrieben oder auch als PDF-Dokument gespeichert werden. Die Tabelle in der Mitte listet die Bauteilnummern und die Messpositionen, womöglich mehrere Durchläufe, um Messfehler auszuschließen und dann die gemessenen mikromagnetischen Energieantworten und die entsprechenden umgerechneten Härtewerte. Die Härte kann in Rockwell oder Vickers oder Brinell angegeben werden. Die neue Benutzerschnittstelle ist genau wie die Messanalyse von Quas vollständig anpassbar. Wir haben seit einiger Zeit Analysemodule eingeführt, die skriptfähig sind. Das heißt, die Oberfläche kann in kürzester Zeit angepasst werden. Sie verfügt darüber hinaus über einen Editor, den man mit dem entsprechenden Passwort aktivieren kann. Damit können wir die einzelnen Module auf der Oberfläche frei anordnen und nach Messbedarf zusammenstellen. Das bedeutet, die Oberfläche kann ganz und gar auf die Messaufgabe, auf das jeweilige Bauteil angepasst werden. Es gibt eine eigene Oberflächendatei, die mit Messprojekten in unserer Datenbank verknüpft wird, sodass automatisch mit dem jeweiligen Bauteil die dazu passende Oberfläche angezeigt wird. Die Oberfläche arbeitet Hand in Hand mit den dahinterliegenden Analysetools zusammen. Damit können wir die komplexen Auswertealgorithmen wie Spektralanalyse, Luftspaltmessung, Mustererkennung bei der berührungslosen Bewertung von Bauteilhärten und Spannungszuständen, die wir für die Härtemessung benutzen, in einer einfachen Benutzeroberfläche zur Verfügung stellen. Wir bei Quas haben uns vorgenommen, speziell angepasste Oberflächen und Messabläufe innerhalb von 10 Arbeitstagen zur Verfügung zu stellen.